Ansonsten gucke ich eigentlich noch so andere Vlogger halt. Also Let's Player gucke ich wirklich nur noch The Kiddo's Zone und Annie und die anderen paar kleinen, die ich unterstütze. Aber ansonsten gucke ich echt keinen anderen Let's Player mehr, weil ich mir meist auch welche aussuche, die sich auch von der Masse halt abheben. Und da sehe ich halt leider nicht viele. Und ich denke, dass ich mich auch, und ja, ich möchte jetzt nicht egoistisch klingen, aber ich denke wirklich, dass ich mich von der Masse abhebe und Annie genauso. Aber bei Annie habe ich zum Beispiel diesen Kommentarstil, den ich bis jetzt selber auch noch nie so wirklich bei einem Mädchen gesehen habe. Was für ein Kommentarstil. Du laberst, fluchst. Und das ist ein ziemlich genialer Kommentarstil. Und bist leider, leider süß, aber das ist bei dem Kommentarstil ist immer so. Ja, und bei mir sage ich ja auch, dass ich mich ziemlich abhebe vom Kommentarstil. Das ist jetzt nicht so, weil ich egoistisch bin, sondern weil es wirklich so ist, weil ich keine YouTuber imitiere, außer ich parodiere sie. Und das ist immer ein ziemlich großer Unterschied. Und ich denke, dass ich mich schon damit abhebe, dass ich ab und zu da mal schnell rede und mein Yo Ho Peace Leute und dass ich rumschreibe Horror-Let's Plays und was weiß ich was alles. Ich habe sowas noch selber noch nicht auf YouTube gefunden und wer bitte doch was dagegen hat, soll mich bitte anschreiben, mich auskotzen, mich haten, Und das bitte ist mal mir nämlich Luft, du hast jetzt so scheißegal. lange nicht mehr geatmet. Ja. Luft holen. Ich bin doch aller dem Hater scheißegal, sind. Ich mag die Hater. Ich mache irgendwann eine Aktion, indem ich Hater unterstütze. So, das liegt jetzt schon mal fest. Übrigens, lass uns mal irgendwo schlafen gehen. Okay. Komm, hier in dem Haus. Jetzt musst du die Leiter abbauen. Ich schlaf auf dem Dach so. Boah. So. Also wenn es jetzt um Let's Player geht, die jetzt nicht in meiner Abo-Box sind, dann schaue ich dann noch Hannibal, die auch total nett ist. Also no. Ich habe ja auch schon mal mit ihr geschrieben und sie ist wirklich total putzig. Also sie ist total sympathisch und jetzt nicht irgendwie abgehoben. Lass uns mal dahin die Richtung laufen. Und das wäre dann jetzt meine Kommentarfrage an euch. Schreibt mir doch einfach mal euren Lieblings-YouTuber auf. Dann denke ich mal, können wir das in der nächsten Aufnahme auch einfach mal so raushören, was ihr so am liebsten guckt oder so. Und ja. Und wie gesagt, immer schön fleißig kommentieren, sei es über das Thema, was weiß ich was, Hungersnot oder wie sieht mein Schiss gerade aus. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr möchtet, wie mein Schiss aussieht, das kann ich dann gerne euch erzählen. Aber auch nur, wenn ihr es in den Kommentarfragen schreibt. Ne? Schreibt es bitte nicht. Die Frage wird, wenn ich aussuche, nicht mit reingenommen. Scheiße, Annie sucht immer noch aus. Scheiße, verdammt. So. Wie viele Kommentarfragen haben wir noch? Ich habe noch so circa bis halb Zeit, also noch 10 Minuten. Also zwei haben wir noch und die sind relativ kurz und knackig zu beantworten. Okay. Also wie gesagt, wir sind übrigens auch anders als andere YouTuber. Wir labern auch, wir haben keine festen Aufnahmezeiten, weil das habe ich auch mal so bei größeren YouTubern auch mal mitbekommen. Klar, das ist auch bei anderen so. Aber dass sie dann immer so, ja, komm, wir nehmen jetzt von 17 bis 18 Uhr auf, dann ist Schluss. Und wir labern nicht über unser Real Life, wir labern nicht von wegen, ja, wie lange nehmen wir noch auf und so. Ist mir mal übrigens aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast. Und ja, das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Also bei YouTube diesem Scheiß... Einfach irgendwo... x-beliebiges Thema einwerfen und darüber reden, eine Folge, dann Alter, und das bei meinem NPC-Dorf, alter Vater, was geht hier? Ich glaube, hier war ich auch schon, hier sind auch keine Karotten und Dingsens. Und ja, wir spielen auf 1.4.5, ich hier mittlerweile, jedenfalls, keine Ahnung. Immer noch 1.4.5, ja, hier warst du schon, hier ist kaputt. So. Oh, wieso war ich hier schon überall? Okay, hau auf jeden Fall jetzt nochmal die zwei Kommentarfragen raus, dann denke ich mal, stationieren wir uns dann mal hier. Und in der nächsten Aufnahme, denke ich mal, kommen wir dann auf jeden Fall weiter. Ich hab Hunger! Scheiße! Gott sei Dank habe ich das noch gesehen, ich wäre fast verhungert. Man verhungert hier nicht, außer wenn du auf Extreme Hardcore spielst. Das hätte ich jetzt auch gesehen. Ja, wirklich. Jedenfalls, die nächste Frage, nee, war keine Frage, waren weiter so. War von Supergurken LP und zwar, ihr seid scheiße, weiter so. Ah, stimmt, da habe ich mich voll beleidigt gefühlt. Ich habe geweint. Wirklich. Weil wir scheiße sind. Irgendwie war auch mal so ein Kommentar von wegen, sonst wird Annie zu dick. Oh, weil du zu viel Kekse isst. Hast du geschrieben. Oh. Hihi. Ah, stimmt, das hast du erst vorhin, glaube ich, gelesen. Ja. Ich habe übrigens, by the way, nur noch 3 Herzchen, also pass auf. Du der Boy. Und dann kam noch eine Antwort auf deinen Kommentar mit irgendwie übergewichtig oder so. Echt? Ja. Also um es mal hier festzustellen, keine Sorge, ich weiß, wie Annie aussieht.
sexy Body auf jeden Fall. Voll drauf, voll model-like, ey. Oh. Also nein, keine Sorge, Annie ist nicht fett. Keine Sorge. Annie hat einen sweeten Körper, so. Ja, ich stehe auf dich. Ne? Okay. Aber du teilst meine Liebe ja nicht. Leider. Schnief. Okay, was ist die letzte Kommentarfrage? Die letzte ist, was ich vorhin, glaube ich, schon erwähnt habe, nicht ein wenig von White Titty abgeschaut. Ach genau, das war das. Schreibt's in die Kommentare! Boah, Leute, wenn ihr euch über so einen Scheiß aufregt und einen Daumen runter gebt, ne, ganz im Ernst, dann seid ihr echt nur noch arm. Hallo, man parodiert doch YouTuber nur. Und wenn ich es von ihm geklaut habe, ja, vielleicht kenne ich ihn ja persönlich und habe ihn gefragt, ob ich es mir ausleihen darf. Hallo, ich habe Kontakt zu Apple War Pictures, jetzt kann ich angeben, du scheiß Hurensohn. So. Weil wie gesagt, ich habe Kontakte, vielleicht habe ich auch Kontakt zu YTT und habe ihm einfach mal gefragt, hier diesen lieben Phil, ja, kann ich es mir mal ausleihen? Kann ja auch sein, ne? Also regt euch nicht über so einen Scheiß auf, wir parodieren YouTuber nur. Und wenn ich jetzt sage, ja, Hallöchen, Popürchen, ist es sofort von Gronkh geklaut? Nein, ich kenne Gronkh natürlich und habe es von ihm ausgeliehen. Und jetzt fick deine Mutter und verzieh dich hier. Deabonnier mich, tschüss, Daumen runter, bei. So, das wollte ich. Ich wollte irgendwann mal so einen Scheiß sagen, so. Tut mir leid, Annie. Ich gehe mich gleich umbringen dafür. Ich bin ja normalerweise ein lieber Let's Player. Ist okay. Aber wie gesagt, ich finde sowas einfach nur arm, wenn die dann sagen, ey, nicht von meinem Titty abgesaut. Ach, wie gesagt, das finde ich schon toll. Ob die da irgendwie, keine Ahnung. Wie heißt das? Patentiert haben. Richtig. Ist genauso, die haben ja gestern einen neuen Song rausgebracht. Mhm. Fest der Liebe. Ist genauso wie wenn du jetzt sagst, Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ey, voll von YTT abgeschaut. Richtig. Also wie gesagt, liebe Leute, zerreißt euch deswegen nicht den Kopf, weil Hallöchen, Popüchen zum Beispiel. Es kann ja sein, dass ich, was weiß ich, was schon das 10 Jahre lang sage und Gronkh hat's von mir abgeklaut. Ich hab auch letztens irgendwann mal beim Let's Play am Ende gesagt, haut rein. Ja, guck mal, und es sagen zigtausend Leute, haut rein. Du auch. Ich sage Yoho, Peace und reingehauen. Hast dasselbe, also komm schon. Hallo, Yoho, Peace und reingehauen ist voll einzigartig. Ich sag bis jetzt keiner, genauso Yoho, Peace. Außer irgendein Hakuna Matata oder wie auch immer heißt. Dieser komische, abogeile YouTuber, mit dem habe ich mal gesprochen übrigens. Sorry, dass ich hier so öffentlich rede, aber irgendwie gefällt mir das. Der 1500 Abos verlangt für deine Thumbnails 20 Euro. Und hat pro Video gerade mal 20 Klicks, oder? Das muss ich schon sagen, ist schon ziemlich arm, dass man für Thumbnails Geld nimmt. Siedorf. Und ja. Siedorf! Ist das eine Kirche? Siedorf. Ey, ich glaube, hier war ich noch nicht. Alter, fand ich, sah das geil aus. Achte mal, die Kirche. Ja, das ist so cool. War ich hier auch schon? Oh, es leckt gerade ein bisschen. Okay. Hier sind Pilze im Haus. Dann also, war ich hier aber noch nicht. Oder war ich hier schon? Nein, hier war ich noch nicht. Oh fuck, es leckt gerade ein bisschen. Was tut mein Computer denn gerade schon wieder hier? Mensch, meine Festplatte dürfte nicht voll sein. Ich hab noch ungefähr 500 GB frei. Guck mal an. Ey, nee, findest du so schlimm, wenn ich rumfluche? Nö. Mach ich doch selber auch. Stimmt. Man regt sich gerne über seine Community auf, ne? Ja. Ich hab meiner Community, also meinen Leuten jetzt übrigens einen Namen verpasst. Okay, wie wäre der? Zombie. Zombies? Mit U. Zombies. Keine Zombies, Zombies? Sondern von Zombies abgeleitet, aber Zombies. Wie süß. Ja, viele sagen Zufi, also sind das meine Zombies. Zombies. Auch mal geil. Auf jeden Fall, da war eine kleine Truhe drin und ich, wir haben jetzt keine Kommentarfragen mehr, ne? Ne? Wie gesagt, sorry, ich habe noch eine. Achso, dann hau fix raus. Ich hab sie vergessen. Oh. Nee, Weihnachten. Was sagst du dazu, dass bei vielen Leuten... Ich mach mich doch gewonnen da. dass bei vielen Leuten Weihnachten immer in Bezug nur mit Geschenke und alles Mögliche gebracht wird und weniger auf Familie eingegangen wird. Ist das eine Kommentarfrage jetzt von dir oder war die wirklich gestellt worden? Die ist von mir. Okay. Weil mir ging das gestern so durch den Kopf. Da habe ich eigentlich eine Meinung zu. Also ich bin jetzt selber nicht religiös oder so, ne? Also ich gehe jetzt nicht an Heiligabend oder so in die Kirche mit meiner Familie, also mit meiner Mutter und meinem Bruder. Entschuldigung, du dich jetzt einfach weggedreht hast, ne? Hast mich jetzt kaum, weil ich nicht in die Kirche gehe. Nee. Also einfach mal danach. Also ich bin halt auch Atheist. Ich habe halt auch keinen Glauben und alles mögliche.
bin auch nicht getauft. Auf jeden Fall, gesagt, das wird halt, leider ist das halt bei den meisten Familien so. Die meisten Kinder möchten einfach nur die Geschenke haben, bekommen Call of Duty Black Ops 2, die kleinen 14-jährigen Bengels, diese Familie, scheißegal, setzen sich dann einfach vor den Computer, installieren das und mehr machen die am Heiligabend gar nicht. Also ich finde, bei uns läuft das dann auch immer so, wir warten bis 18 Uhr und um 18 Uhr klingelt dann meine Mutter und selbst, ja, das macht sie selbst noch, auch wenn ich 20 bin und mein Bruder 15, das macht sie selbst noch. Und ja, dann wird halt ganz traditionell Geschenke ausgepackt halt und dann wird halt gegessen, Ente oder was weiß ich auch immer, was halt gemacht wird. Und du läufst mir die ganze Zeit hinterher. Und ja, wie gesagt, ich selber lege auf jeden Fall ziemlich viel Wert auf sowas wie Familiengemeinschaft bei Weihnachten. Und ich finde das schade, dass es bei den meisten Familien leider so kaputt ist, dass es das halt leider nicht gibt. Das finde ich echt schade. Ich finde auch, dass mein Weihnachten eigentlich total anders ist als dein. Echt? Ja. Wie sind das? In Russland? Ja, in Russland. Also, ich gehe auch nicht zur Kirche oder so. Ich wollte mal zur Kirche gehen, aber hab's dann irgendwie doch gelassen, weil ich dann zu faul war. Mhm. Und dann ist es eigentlich so, es gibt Heiligabend keine Geschenke. Wenn dann eher mal so, keine Ahnung, mal so eine Kleinigkeit. Beispielsweise habe ich vor 2 Jahren ein Buch bekommen und letztes Jahr eine Tasse, die ich mir gewünscht hatte, weil da ist ein Motiv drauf, was es so im Laden nicht gibt. Aber sonst gibt es eigentlich keine Geschenke an Heiligabend. Weil meine Familie hat das so gehandhabt immer, dass es, wenn irgendwas gebraucht wurde oder so, dass ich dann das vor Weihnachten bekommen habe. Das heißt jetzt November, Dezember in der Dreh gab es dann immer sowas zwischendurch. Okay. Ja, das war dann halt immer so, dass wenn dann Heiligabend war oder so und ich was bekommen hatte, die Sachen halt vielleicht nochmal eingepackt worden oder so, dass es überhaupt was zu auspacken gibt, weil ich lieben gerne Geschenke auspacke, muss ich sagen. Okay. Und sonst gibt es eigentlich Heiligabend keine Geschenke, das heißt, da steht wirklich ohne Geschenke die Familie im Mittelpunkt. Das ist auf jeden Fall echt cool. Also das ist bei uns zwar auch so, also ist jetzt nicht so, dass wir nur alle Geschenke wollen. Das finde ich auf jeden Fall schön, dass es auch sowas gibt. Also bei mir zum Beispiel, ich habe da letztens Skyrim bekommen, das ist mein Weihnachtsgeschenk. Das ist von meiner Muttis Weihnachtsgeschenk. Ja. Das finde ich auch gut so, weil war gerade im Angebot, ja. Und man hat locker mal irgendwie 50 Euro gespart oder so. Ja, sie ist jetzt auch so ein kleiner Skyrim-Suchti geworden. Nein, nicht abbauen. In der nächsten Folge gehen wir in die Richtung. Ach, das ist ein Pfeil. Ach so. Ja, damit wir auf jeden Fall wenigstens was haben halt. Das ist ein Pfeil, gut. Warte. So. Ja, und auf die andere Seite. So, ja. Wie steht ihr denn zu Weihnachten? Das könnt ihr jetzt, denke ich mal, auch mal gerne in die Folge schreiben. Es ist ja, denke ich mal, dann zum Zeitpunkt dieser Folge, die rauskommt, denke ich mal, auch schon knapp vor Weihnachten, 10, 15 Tage vor Weihnachten oder so. Würde mich auf jeden Fall mal freuen. Dann können wir ja, denke ich mal, in der nächsten Folge auch nochmal so eine kleine Diskussion aufnehmen oder so. Weihnachten ist schon so ein Thema, wo ich gerne drüber rede. Na. Wo es auch total viele Varianten gibt, sag ich jetzt mal. Richtig, es gibt ja auch verschiedene Religionen, die dann Weihnachten auch noch anders handhaben und wie gesagt, es gibt auch zum Beispiel in Amerika wird ja auf Weihnachten Heiligabend jetzt nicht so groß gefeiert, sondern eher der Tag danach, dass dann morgens aufgestanden wird, die Geschenke ausgepackt werden, dass man dann zusammen in die Kirche geht und alles mögliche. Das war in England. Ist das nicht auch in Amerika so? Nee, ich glaube in Amerika ist das nicht so, aber England ist das auf jeden Fall. Doch, klar. Zum Beispiel Kevin allein zu Hause, kennst du den Film? Sofort umdrehen. Der spielt auch in Amerika. Ach. Und da ist das ja auch, dass die Geschenke über Nacht ausgepackt werden. Ach, über Nacht, am nächsten Morgen. Ja gut, es kann, wie gesagt, es kann sein, dass das ist, aber ich habe das halt dann selber nur von England. Ja. Also wir können uns auf jeden Fall mal, wie gesagt, ihr könnt uns, boah Alter, ihr scheiß Zombies sind nervt. Könnt uns auf jeden Fall mal eure Meinung, denke ich mal, auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, wenn dann so Diskussionen wie bei Windows 8 halt rauskommen. Das freut mich auf jeden Fall richtig. Und die Annie hat auf jeden Fall dann schön was rauszuholen an den Kommentaren. Und ja, wie gesagt, das soll ich halt so... Ich will noch was erwähnen, bevor wir Schluss machen. Ja, warte, ich wollte noch irgendwas sagen. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn, wenn wir immer schön viel Gesprächsstoff hier drin haben. Wie gesagt, das, denke ich mal, ist dann auch mal ganz schön, weil es soll auch so eine kleine Diskussionsrunde werden. Und wir labern über irgendwelche Themen und wir bauen dabei halt, ne? Okay, was willst du sagen? Achso, ich wollte noch sagen, ich habe bald Geburtstag! Wuhuhu! Aua.
Das kommt bei mir dann noch zu Weihnachten dazu, dass ich bald drauf Geburtstag habe. Mhm. Und dann demzufolge eigentlich zweimal Geschenke kriegen müsste. Was dann aber durch die Handhabung durch meine Familie nicht ist. Ich habe auch schon ein kleines Geburtstagsgeschenk, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, ob sich das umsetzen lässt. Aber ich möchte jetzt noch nichts sagen. Was hast du vor? Hast du das, was ich mir gewünscht habe? Hast du das, was ich mir gewünscht habe? Hast du? Nein, das genau ist mir leider nicht möglich, keine. Tut mir leid. Aber ich habe trotzdem eine kleine Überraschung, denke ich mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sie dann an dem Tag auf jeden Fall klappt, beziehungsweise danach. Ihr könnt ja mal raten. Was mag die Annie denn? Tut mir leid, die Heirat mit mir kann ich leider nicht. Nein, das habe ich mir nicht gewünscht. Ich hätte mir was anderes gewünscht, das weißt du. Ja, ich weiß, nein. Also, wie gesagt, mal gucken. War ja nicht viel, ich meine. Ja. Sag einfach mal gucken, ne? Jetzt muss ich dich bis Weihnachten zappeln lassen. Boah, jetzt kriege ich schon wieder Bauchschmerzen vor Aufregung. Aber das ist so fies. Ich hasse Überraschungen. Ja, wirst du vielleicht sehen, ne? Und so, ich muss jetzt auch leider gleich weg, liebe Annie. Du bist so blöd. Du lässt mich jetzt in meine neue Aufnahme rein mit diesem komischen Gefühl im Bauch. Ja. Du bist so blöd. Ich weiß. Vielleicht lässt sich das auf jeden Fall umsetzen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und wie gesagt, liebe Leute, ich sage jetzt einmal ein herzliches Hobbys und reingehauen. Ich und die Annie freuen sich auf Tipp. Eure Kommentare. Gib mir und den Zuschauern einen Tipp. Gib mir und den Zuschauern einen Tipp, weil die ja raten sollen. Wahrscheinlich kann es sein, dass du dein Geschenk vor Weihnachten oder nach Weihnachten bekommst. Ich weiß es jetzt so genau noch nicht. Es hat natürlich mit Let's Plays zu tun, ne? Boah, ja, dann ist langweilig. du kannst mit einer Person aufnehmen. Also, wie gesagt, also ich weiß nicht, ob es die Person dann auch ist, aber es kann wirklich sein, dass du dann mit dabei bist. Wie gesagt, das muss ich gucken, wie ich das handhabe, okay? Ich brauche unbedingt längere Arme zu meinem Arm. Ja. Oh, das wäre so, oh Gott. War auch gerade drüber gesprochen. Wie gesagt, jetzt hast du, denke ich mal, den TPE schon erraten. Ich versuche es auf jeden Fall zu organisieren. Und, ja. Das wäre so cool. Gesagt, ich freue mich, ich und die Annie freuen uns. Sag du das nicht. Mein Gehirn ist gerade matschig, ich kann gerade nicht. Ich und die Annie freuen uns auf eure Kommentare. Wie gesagt, es freut mich auf jeden Fall, wenn ihr in den Kommentaren auch ein bisschen diskutiert. Und wie gesagt, es können Themenvorschläge sein, es können Fragen zu uns sein, es können Fragen zu Annies nicht existierenden Melonenbrüsten sein auf diesem Minecraft-Skin. Es ist mir scheißegal, fragt einfach irgendetwas, worüber wir diskutieren können. Und da will ich jetzt einfach mal sagen, ein neues Hobbys und reingehauen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Tschö. Tschüss. Rabum. Au.